Venga, que vamos a mirar la próxima vacuna cuando te toque. Mira. Diese Szene kennt man dort, wo Kinder zu Hause sind. Jetzt informiert uns eine App aus Malaga, wann Kinder ihre Impfungen erhalten sollten. Doch wir werden auch das tatsächliche Datum jeder Impfung eintragen können. Es una cartilla de salud digital que funciona como guía para padres. Capsulitas pequeñas que le van recordando y que le van ayudando a ser mejor papá. Diese Kinderärztin erschuf iBaby Doctor. Die App gibt Anleitungen und ermöglicht, die Krankenakte des Kindes abzuspeichern, einschließlich eines Kalenders, der über Impfungen, Entwicklungsschritte und Arzttermine informiert. Está el módulo de calendario, donde van las vacunas calendarizadas, la alimentación calendarizada, el desarrollo psicomotor de los 0 a los 3 años. Que incluye también signos de alertas de acuerdo a la edad. Pues yo le veo una aplicación muy útil porque siempre lo puede llevar en cualquier momento a mano y lleva información de tu bebé, pues por si acaso le pasa cualquier cosa. Die App zeigt Wachstumskurven der Weltgesundheitsorganisation an. Bei Eingabe der Daten des Babys entstehen Kurven zu Gewicht und Größe. Es werden die häufigsten Fragen beantwortet und Tipps zur Frühförderung gibt es auch. Una alianza con una organización de Canadá que tiene recursos sobre estimulación temprana, que se llama Best Start. Y he calendarizado eso también, de acuerdo a la edad, he escogido los que me parecen los mejores consejos. Die App wurde für Apple- und Android-Geräte entwickelt und am Patienten getestet. Sie gehört zum Minerva-Projekt, einem Programm für technologisches Unternehmertum, das Unterstützung von der andalusischen Regierung und Vodafone erhält.